Ja, hier ist der Matti aus Berlin, YouTube. Was? Ich bin zu klein? So, ja, hier ist der Matti aus Berlin, YouTube. Immer noch? Mann, nee. Ja, hier ist der Matti aus Berlin, YouTube-User. Sag mal. Okay. Puh, jetzt bin ich in der richtigen Größe hoffentlich. Ja, hier ist der Matti aus Berlin, YouTube-Username Komet Matti. Ja, ich komme gerade ganz frisch von der Beerdigung eines sehr guten Freundes. Und ja. Und ja, dachte ich mir, werde ich euch mal wieder ein paar neue Nachrichten mitteilen. Und zwar geht es heute wieder um News. Und in diesem Fall, was haben wir denn heute für einen? Heute haben wir den 30.01.2011, weil morgen der 31.01.2011 ist. So, bevor ich jetzt anfange wieder mit News, eine kleine Angelegenheit in eigener Sache. Und zwar werde ich schon seit Ewigkeiten immer gefragt, werd doch mal YouTube-Partner. Das hat natürlich damals den Vorteil gehabt, dass man längere Videos machen kann. Das kann man ja heute auch ohne YouTube-Partner, dass man was verdienen kann an seinen Videos. Da wird dann Werbung geschaltet neben dem Video. Ich habe zum Beispiel letztens bei YouTube ein Video gesehen, wo junge Leute erschossen werden, also hingerichtet werden. Ich glaube, war in Iran oder keine Ahnung. Und darunter hat ein Pizza-Shop, also die Pizza liefern, Werbung gemacht. Das war total abartig. Also ich weiß nicht, man muss ja die Videos praktisch YouTube denn so gesehen einschicken. Die prüfen das, ob das dafür geeignet ist. Und wie kann man ein Video für die Partnerschaft zulassen, wo 4, 5 junge Leute erschossen werden, die weit unter 18 sind, und dann schalten, wird da Pizza-Werbung oder so geschaltet. Sowas finde ich abartig. Und ich habe wirklich Angst, dass bei mir da auch die merkwürdigste Werbung auftaucht. Und einer der Hauptgründe ist dafür auch, ich kriege jetzt schon mindestens 100 Anfragen in der Woche, Fragen, Lob, Kritik etc., was ich gerade mal so mit Mühe und Not am Wochenende beantworten kann. Und okay, man hat vielleicht doppelt oder drei oder fünfmal so viel Zuschauer für seine Videos, aber man hat auch viel mehr Reaktion, viel mehr Resonanz. Und das überfordert mich einfach. Ich würde mir zwar wünschen, dass viele meiner Videos viel, viel erfolgreicher sind, als sie jetzt sind. Also viele sind ja sehr erfolgreich, viele wünschte ich mir manchmal mehr, trotz fast 6000 Abonnenten. Aber viele abonnieren ein und abonnieren 1000 andere Kanäle und verlieren nachher die Übersicht. Aber dann lasst das eben mit den Abonnieren der Videos und geht lieber ein-, zweimal die Woche auf meinen Kanal. Da seht ihr ja auch was Neues. Ihr wisst ja, dass ich ausschließlich am Wochenende Videos veröffentliche. So, das war jetzt wieder viel Gelaber für nichts. So, wieder schöne News aus dem PC- und Videospiel. Wo war das Universum? Ach, ist ja egal. Irgendwo hier in Deutschland legen wir los. Und zwar Infinity Ward bekämpft Modern Warfare 2 Hacks, also Hacks, also Schummeleien oder Angriffe. Infinity Ward gibt bekannt, dass man die Sicherheitsprobleme von Call of Duty Modern Warfare 2 genau untersucht und gegen Hacker und, ich sag wieder Cheater, schnellstmöglich vorgehen wird. Soeben hat man ein Meeting mit den Programmierern abgehalten, wo über Lösungen gesprochen wurde. Das teilt Kreativstrategist Robert Bowling von Infinity Ward im offiziellen Forum mit. Um Anti-Hacker-Maßnahmen mittels Update durchzuführen, könnte es zwar eine Weile dauern, doch will Infinity Ward so schnell wie möglich das Update veröffentlichen. Speziell will man gegen Hacker vorgehen, die ehrliche Spieler, das ist, denke ich mal, hoffentlich die Mehrzahl noch, bedrängen und belästigen. Außerdem will Infinity Ward den Opfern der Hacker helfen. Ich kriege ganz viele Nachrichten und auch unter den Videos steht das oft von mir, also unter meinen Videos, dass sich viele Leute darüber beschweren, dass viel geschummelt wird bei Multiplayer-Spielen. Crysis 2, ungeschnitten in Deutschland. Electronic Arts gibt bekannt, dass der Shooter Crysis 2, PS3, Xbox 360, PC die USK-Freigabe ab 18 Jahren in Deutschland erhalten hat. Somit haben wir wieder einen übergroßen USK-Siegel-Logo da oben drauf. Das finde ich
ekelerregend. Damit wird das Spiel zu 100% uncut hierzulande auf dem Markt kommen, wie EA mitteilt. Der Release-Termin ist der 24.03.2011 in Europa. Freue ich mich sehr auf das Spiel. Mal sehen, wie das auf den Konsolen aussieht. Offizielles Gears of War 3 Zubehör von Mad Catz. Mad Catz gibt bekannt, dass man mit Epic Games ein Lizenzabkommen für die Herstellung von offiziellem Gears of War 3 Zubehör abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser weltweit gültigen Vereinbarung wird Mad Catz offizielle Gears of War 3 Controller, Kopfhörer und sonstiges Zubehör für die Xbox 360 herstellen und vertreiben. Ja, Release ist Herbst 2011, damit ist Gears of War 3 und wahrscheinlich auch das Zubehör gemeint. Auf Gears of War 3 bin ich tierisch gespannt. 1 und 2 verkauft sich immer noch großartig. Gibt es natürlich nur im Fachhandel oder im Fachversand. Und er wird einschlagen wie eine Bombe. Capcom erwägt Marvel vs. Capcom 3 für Arcade. Capcom will Marvel vs. Capcom 3 PS3 Xbox 360 auch gerne in der Arcade veröffentlichen, sofern sich die Konsolenversion gut verkauft und erfolgreich ist. Das sagte Produzent Ryota Nishuma von Capcom. Homefront-Kampagne ist mindestens 8 Stunden lang. Ist ja schon mal lohnenswert für einen Shooter. Die Einzelspieler-Kampagne des Shooters Homefront PS3, Xbox 360 und auch PC hat eine Spieldauer von mindestens 8 Stunden. Das hat Zach Wilson, der Singleplayer-Designer beim Entwickler Chaos, bestätigt. Also Chaos. Bei internen Tests bei Chaos hat es aber auch Leute gegeben, die den ganzen Tag fürs Durchspielen der Solo-Kampagne gebraucht haben. Release ist der 11.03.2011. Den ganzen Tag, also 12 Stunden, ist eine gute Zeit, ja. Ja, ich finde auch immer so Shooter, die man so in, weiß ich nicht, 3 Stunden oder 5 Stunden durchspielen kann, wie die Splatterhouse, was jetzt ja auch raus erschienen ist, nicht offiziell in Deutschland, das hat man auch in ungefähr 5 Stunden durch. Das finde ich einfach eine Frechheit. So, weiter. Mass Effect 2. PlayStation 3 Spielerinnen melden zerstörte Spielstände, was natürlich ärgerlich ist. Mehrere PS3-Spielerinnen vom Top-Titel Mass Effect 2 berichten im offiziellen BioWare-Forum seit einigen Tagen teils sehr frustriert von zerstörten Spielständen. Noch ist unklar, warum die Spielstände beschädigt wurden. Nutzerinnen schreiben, dass Mass Effect 2 plötzlich einführt und abstürzt. Nach dem Neustart der PS3 stellen sie dann schockiert fest, dass ihre Spielstände kaputt sind. Das geht ja mal gar nicht. Selbst wenn man mehrere Speicherstände anlegt, ist das keine Lösung. Jedes Save-File ist betroffen, was natürlich extrem ärgerlich ist. BioWare untersucht konzentriert die Vorfälle und befragt hierzu im Forum die Spielerinnen. Also Spielerinnen, ich schreibe immer Spielerinnen, weil es sind ja Spieler und Rinnen. Sie sollen alles detailliert schildern, wann Mass Effect 2 abstürzt, zum Beispiel direkt nach dem Kampf mit Jack beim Laden von Horizon zur Normandie und so weiter, und wie lange sie am Stück problemlos spielen konnten. Das hatten wir ja hier bei New Vegas, da war das ja auch, aber das haben sie Gott sei Dank jetzt behoben. Nintendo senkt Konsolenabsatzprognose. Wurde auch Zeit. Nintendo hat die Absatzprognose seiner Konsolen nach unten korrigiert, nachdem die Verkaufszahlen von Wii und Nintendo DS in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres rückläufig waren. Bei Wii wundert es mich langsam ehrlich gesagt nicht mehr. Von der Wii sollen 16 Millionen Einheiten weltweit bis Ende des Geschäftsjahres am 21.03.2011 verkauft werden. Bislang wollte Nintendo 17,5 Millionen Einheiten absetzen. Bescheiden, bescheiden. Der Nintendo DS soll insgesamt 22,5 Millionen Mal verkauft werden, nachdem Nintendo bisher von 23,5 Millionen verkauften Einheiten ausging. Das ist also Klagen auf höchstem Niveau. Darin enthalten ist die Absatzprognose von 4 Millionen 3DS-Einheiten, die unverändert bleibt. So, Dead Space 2 erscheint spätestens Anfang März im deutschen Handel. Electronic Arts gibt nun sicherlich nicht gerade erfreut bekannt, dass das Top-Action-Spiel Dead Space 2 PS3, Xbox 360, PC spätestens Anfang März 2011 im deutschen Handel erhältlich sein wird. Dank der bayerischen CSU hatte das Alterskennzeichnungsverfahren für Dead Space 2 ungewöhnlich lange gedauert. Das Bundesland Bayern strengte nach der bereits erteilten Freigabe ab 18 nämlich ein sogenanntes
Appellationsverfahren an, was in den über 30.000 USK-Prüfungen zuvor niemals der Fall war. Bayern versucht immer wieder, also nicht Bayern direkt, die Menschen, die dort leben, sondern die Politiker, immer wieder auf sich aufmerksam zu machen, und zwar negativ. An Electronic Arts Deutschland gab den Spielerinnen, die dieses Verfahren nicht nachvollziehen können, eine Stimme und ein Forum und richtete daher die Webseite ea.de/rettet-dead-space-2 ein. Über 32.000 Spieler hatten sich auf dieser Webseite registriert. Für diese überwältigende Unterstützung möchte sich EA an dieser Stelle herzlich bedanken und der kleine Fachhandel bei der CSU. Danke, CSU. So, weiter. Dead Space 2 Uncut PG-Version Xbox 360 und Dead Space 2 Limited Edition für die PS3 und auch die PC-Version, die normale, ist natürlich bei mir erhältlich gewesen oder ist noch, nur solange der Vorrat reicht, weil, naja, wenn die deutsche erscheint, werden viele Händler keine PG-Version mehr importieren, weil die deutsche soll ja Uncut sein, außer im Mehrspielermodus. So, die PC-Version ist ausverkauft, weil die haben sich nämlich einen Fehler geleistet. Auf der PG-Version ist ein deutsches USK-Siegel drauf. Und deswegen sollten wir Händler die PG-Version aus Österreich wieder zurückschicken an den Hersteller. Hat natürlich keinen Schwanz gemacht. Tja, und nun können wir keine PG-Version mehr von PC ausliefern. Ja, weil da ein USK-Siegel drauf ist. Wie dumm ist das denn? So, ja, und wie gesagt, so das Spiel hat um die 88% bis 92% bekommen. Ist ein Top-Spiel, ich habe es schon angespielt. Super. So, was haben wir denn schon? Schon über 69 Millionen PlayStation Network-Konten weltweit. Mittlerweile gibt es schon mehr als 69 Millionen PlayStation Network-Konten weltweit, wie Sony auf dem PlayStation Meeting 2011 stolz bestätigt hat. Mehr als 1,4 Milliarden Downloads wurden seit dem ersten Tag getätigt. Die Daten wurden bis zum 25.01.2011 erfasst. Zahlen, die sich durchaus sehen lassen können. Ich wünschte, ich hätte so viel Zuschauer pro Video. 1,4 Milliarden Zuschauer oder 69 Millionen würden mir ja auch schon reichen. So, Call of Duty Ops Patch Ops 1.6 erhältlich. Treyarch gibt bekannt, dass Call of Duty Black die Patch-Version 1.06 ab sofort im PlayStation Network zu haben ist. Der Patch korrigiert fast 30 Fehler, über die Treyarch im offiziellen Forum ausführlich informiert. Ja, wenn man die Uncut-Version hat, also ich meine jetzt nicht die mit den Hakenkreuzen, sondern ja, die allgemein ungeschnitten aus Österreich. Weiß ich nicht, wie das da ist mit den ganzen Zeug. Oh, jetzt habe ich schon zu viel Nachrichten runtergeschmissen. So, mal sehen, ob ich noch schnell was hier unterkriege. Das ist viel gelagert. Das sind wieder mal super vorbereitet. Final Fantasy 10, 11, 13-2 greift wohl auf Final Fantasy 10, 11, 13 Spielstände zu. Square Enix rät Fans dazu, ihre Spielstände von Final Fantasy 13, 10, 11, 12, 13, PS3, Xbox 360 aufzuheben. Eventuell soll man sie dann mit Final Fantasy 13-2 für PS3, Xbox 360 später verwenden können. Das sagten, Yoshinori Kitase und Motomu Toriyama von Square Enix gegenüber der Famitsu. Allerdings können sie noch nicht sagen, wozu die Spielstände dann verwendet werden sollen. Derzeit wird bei Square Enix noch darüber diskutiert, was man mit ihnen in Final Fantasy 13-2 geschehen soll mit den Spielständen. Wir können also gespannt werden und auch bleiben. Ach, da kommt also so ein schönes Teil raus. Das ist ja interessant. So, was habe ich denn noch nicht vorgelesen? DC Universe Patch veröffentlicht. Sony gab nun bekannt, dass ein Patch für das Rollenspiel, also für das Online-Rollenspiel DC, spricht man das DC aus, DC Universe im PlayStation Network erhältlich ist. Der Patch behebt unter anderem den fehlerhaften Voice Chat. Über weitere Korrekturen informiert Sony nun ausführlich im offiziellen Forum. Ja, das war's wieder. Bis dann, euer Matti aus Berlin. Na, ihr habt ja heute ja nichts gesagt.